So, und jetzt gehen wir in eine etwas längere Ausschweifung aus dem Buch und fange an, nachdem ich den Kommentar gemacht habe zu dem Beten, mit einem Zitat von Matthäus 6, Verse 5 bis 8. Zitat. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Türe zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Ende Zitat. Und jetzt habe ich hier eine Webseite mir mal rausgesucht, die eine Erklärung abgibt über den Rosenkranz, den wir ja gerade eben schon mal kurz angesprochen haben. Rosenkranz oder Erinnerungsbringer, wie auch immer. Und ich finde es ziemlich wichtig, sich das mal eben anzuhören. Es könnte so durchaus sein, dass damit die Lesung schon endet. Wenn ich damit durch bin, dann mache ich halt nächstes Mal weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist nämlich ein ziemlich langer Artikel hier im Internet. Der Rosenkranz, heißt es. Sie plappern wie die Heiden. Nutzlose Wiederholungen. Und dann wird hier nochmal eben Matthäus 6, Vers 7 wiederholt, den ich euch ja gerade vorgelesen habe. Und dann geht der Artikel weiter mit sagt, Gott hasst nutzlose Wiederholungen. Das Herunterbeten des katholischen Rosenkranzes ist eine nutzlose Wiederholung. Es ist genau das, was Gott hasst. Gott ist nicht beeindruckt und erfreut von solchen leeren und bedeutungslosen Gebeten. Einige Katholiken versuchen derartige Praktiken mit Bibelstellen wie Matthäus 26, 44 zu rechtfertigen, wo es heißt, Zitat, und er ließ sie stehen und ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Ende Zitat. Doch Gott dreimal um dieselbe Sache zu bitten, ist etwas ganz anderes als dieselben toten Worte, den Rosenkranz ein Leben lang immer wieder daherzumurmeln. Außerdem war dies nicht die Regel, wenn Jesus betete. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir Gott beständig, immer wieder um etwas Bestimmtes bitten wollen. Doch das ist ganz sicher nicht dasselbe, wie dieselben niedergeschriebenen, toten, sich wiederholenden Worte immer und immer wieder zu sagen. Ein Katholik wiederholt 52, gegrüßet seist du Maria, in jedem täglichen Rosenkranzgebet. Jesus hat deutlich gesagt, dass die Heiden mit nutzlosen Wiederholungen beten. Da Katholiken behaupten, dass ihre wiederholten Rosenkranzgebete keine nutzlosen Wiederholungen sind, frage ich mich, von wem Jesus hier wohl sprach. Ist eigentlich euch bewusst, dass ein treuer Katholik, der jeden Tag den Rosenkranz betet, in seiner Lebenszeit über 1 Million Mal gegrüßet seist du Maria sagen wird? Darüber sollte man doch mal nachdenken, ne? Und dabei wird der Name Jesus Christus im ganzen Rosenkranz nicht ein einziges Mal erwähnt. Ob es euch gefällt oder nicht, das Wort Gottes verdammt formelhafte Religion. Es ist über alle Maßen klar, dass die Nonnen, die den Rosenkranz rezitieren, mit nutzlosen Wiederholungen beten. Und außerdem ist es Sünde, einen Priester Vater zu nennen. Ich bin immer wieder erstaunt und traurig angesichts der Ignoranz von Katholiken. Ich meine, Matthäus 23, Vers 9 verbietet uns, irgendeinen Menschen Vater zu nennen. Das heißt, Menschen als Gott zu respektieren. Und doch nennen die Katholiken ihre Priester genauso. Opfer des Katholizismus sind sogar so weit einer Gehirnwäsche unterzogen worden, dass sie glauben, ihre Priester könnten Sünden vergeben. Aber wir wissen aus 1. Timotheus 2, Vers 5, dass sie Lügner sind, denn ausschließlich Jesus kann Sünde vergeben. Selbst die Pharisäer zu irdischen Lebenszeiten von Jesus waren nicht so arrogant zu glauben, sie könnten tatsächlich die Sünden einer Person vergeben, wie wir in Markus 2, Vers 7 nachlesen können. Also lasst euch nicht zum Narren halten. Menschen werden verleitet, die Führer der katholischen Kirche anzubeten. Man sieht Bilder von Menschen, die sich vor Statuen des Papstes niederbeugen, Priestern die Hand küssen, etc. Das ist sowas von falsch. Nun, Folgendes sagen Katholiken, um zu verteidigen, dass sie Priester Vater nennen. Zitat:
Jesus hat jüdische Leiter kritisiert, die den Ehrenplatz bei Festen, den Vorsitz in den Synagogen und Begrüßungen auf den Märkten lieben, wo sie von den Menschen Rabbi genannt werden. Das las ich ja gerade in Matthäus 23 vor. Sein Tadel ist eine Erwiderung auf das stolze Herz der Pharisäer und ihr Greifen nach Zeichen von Status und Prestige. Ende Zitat. Nun, das stolze Herz der Pharisäer? Da muss man sich nur einmal Fotos anschauen, auf denen die Kardinäle sich die Hand küssen lassen. Wie gesagt, selbst die Pharisäer damals waren nicht so arrogant zu glauben, dass sie tatsächlich Sünden vergeben könnten. Wer ist denn da stolz? Die katholische Kirche belügt die Menschen, indem sie ihre Opfer täuscht und glauben macht, dass Jesus nicht gemeint hat, was er sagte. Es ist absurd, wenn Katholiken versuchen, zwischen den Pharisäern aus der Zeit Jesu und den religiösen Führern von heute zu differenzieren. Das geht nicht, das sind nämlich genau die gleichen. Religiöse Führer sollen nicht als irgendetwas Besonderes betrachtet werden. Selbst die größten Männer Gottes, wie der Apostel Paulus, sind immer noch fehlbar. Und außerdem, das steht jetzt nicht in dem Artikel, sind wir alle Brüder. Wir sind alle Priester in der Kirche Jesu. Er ist unser Meister, er ist der einzige Meister und wir sind alle Priester. Der Papst spricht Lügen. Ja, das kann man wohl unterstreichen, ne? Papst Johannes Paul II. Erklärte den Rosenkranz zu seinem Lieblingsgebet. Einem, Zitat, Gebet um Frieden und für die Familie. Ende Zitat. Lest mal seinen apostolischen Brief, der Rosenkranz der Jungfrau Maria. Papst Johannes Paulus II. Sagt dazu weiter, Zitat. Der Rosenkranz der Jungfrau Maria, der im zweiten Jahrtausend unter der Führung des Geistes Gottes schrittweise Form annahm, ist ein Gebet, das von zahllosen Heiligen geliebt wird und zudem vom Lehramt ermutigt wird. Ende Zitat. Papst Johannes Paul II. Behauptete auch, der Rosenkranz habe unter der Führung des Geistes Gottes Form angenommen. Es gibt keinen Beweis für diese Behauptung. Natürlich nicht. Im Gegenteil, das Wort Gottes erwähnt nirgendwo etwas darüber, dass wir zu Maria beten sollen. Tatsache ist, dass die Bibel Maria nie irgendwie erhebt oder uns dazu auffordert, sie in irgendeiner Form besonders anzuerkennen. Warum tun es die Katholiken dann trotzdem? Warum nennt die katholische Kirche Maria die Himmelskönigin? Das ist ein Begriff aus der antiken babylonischen Anbetung der Heiden, wie wir in Jeremia Kapitel 7, Vers 18 lesen können. Ganz klar lügt hier jemand, und es ist nicht Gott, wie in Römer 3, 4 geschrieben steht, weil Gott ist gar nicht in der Lage, die Unwahrheit zu sagen. Der Rosenkranz ist nichts als eine weitere von Menschen gemachte Tradition des Katholizismus, und davon gibt es eine lange Liste. Diese Traditionen sind alle von Menschen gemacht und werden nirgendwo sonst in der Heiligen Schrift verehrt. Aber Papst Johannes Paul II. War ja in einem sehr langen Pontifikat und er fährt deswegen auch noch fort. Zitat, die Kirche hat diesem Gebet immer eine besondere Effektivität zugeschrieben. Eine besondere Effektivität. Ja, beweis doch mal bitte schön die Effektivität des Rosenkranzes. Und dem Rosenkranz seiner Rezitation und konstanten Praxis die schwierigsten Probleme anvertraut. Manchmal, wenn das Christentum selbst bedroht zu sein schien, wurde seine Befreiung der Macht dieses Gebets zugeschrieben und unsere Frau des Rosenkranzes wurde als diejenige bejubelt, deren Fürbitte die Erlösung brachte. Ende Zitat. Was für eine Gotteslästerung! Papst Johannes Paulus II. Sagte, Zitat, unsere Frau des Rosenkranzes wurde als diejenige bejubelt, deren Fürbitte die Erlösung brachte. Ende Zitat. Ich will euch hier und jetzt mal was sagen. Niemand außer dem Herrn Jesus Christus allein kann Erlösung bringen, wie wir in Johannes Kapitel 14, Vers 6 lesen können. Unsere Frau des Rosenkranzes ist eine teuflische Lehre, die allein von der katholischen Religion fabriziert worden ist. Das Wort Gottes erwähnt den Begriff unsere Frau nie. Milliarden von Menschen sind von der katholischen Religion belogen worden. Nach der Aussage der katholischen Kirche war es unsere Frau von Fatima, also Maria, die allen ewiges Leben versprach, die sie ihr hingeben würden. Zitat, unsere Frau sagte, dass viele Seelen vor der Hölle gerettet und die Auslöschung der Nationen verhindert werden kann, wenn ihrem unbefleckten Herzen Andacht dargebracht werde. Ende Zitat. Könnt ihr nachlesen auf der Webseite fatima.org. Kann mir irgendjemand das in der Bibel zeigen? Nee, das kann niemand.
Johannes 14,6 sagt uns, dass der einzige Weg zum Himmel durch Jesus Christus führt. Zitat: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ende Zitat. Wir sollten Gott mehr gehorchen als Menschen und nicht Menschen mehr gehorchen als Gott. Der Katholizismus ist eine Lüge. Die Botschaft von Fatima ist satanisch und steht total im Widerspruch zum Wort Gottes. Kein Maß an Andacht gegenüber Maria kann eine Person vor der Hölle retten. Warum um alles in der Welt haben die Katholiken diese irrsinnige Vorstellung, dass Maria überhaupt anerkannt werden soll? Der Ursprung des römischen Katholizismus liegt in einer heidnischen, babylonischen Religion, die die Himmelsgöttin angebetet hat, wie wir in Jeremia 44 an 4 Stellen in dem Kapitel nachlesen können. Und das habe ich ja auch vorher schon in der Lesung von Babylon nach Rom schon mal erwähnt. Die Dinge kommen immer wieder, auch in diesem Artikel. Deswegen finde ich ihn so wunderbar, um einmal darüber zu rezitieren, wie die Katholiken wirklich verblödet werden von der Kirche. Die Menschen selbst sind nicht blöd, aber sie sind simpel, indem sie die Lehren der Priester, die sie Vater nennen, annehmen. Seid ihr so dumm, den Worten sündhafter Menschen mehr Glauben zu schenken als dem unbestechlichen Wort Gottes? Betrachtet sorgsam die Warnung der Bibel, dass Satan oft als der Gute oder ein Engel des Lichts erscheint, wie wir im 2. Korintherbrief Kapitel 11, Vers 14 nachlesen können. Wenn der Teufel eine weitere Lüge fabrizieren will, beginnt er immer mit der Wahrheit und fügt dann etwas hinzu oder lässt etwas weg, um sie zu verderben. Die Lüge ist immer begraben, die Wahrheit ist immer begraben unter einem Berg von Lügen. Die katholische Religion hat der Wahrheit alle Arten von Lügen und Lehren von Dämonen, gefallenen Engeln hinzugefügt, so dass es nicht länger die Wahrheit ist, was in dieser Kirche verkündet wird. Aber dem Unwissenden erscheint es als Wahrheit. Und warum ist der Durchschnittskatholik unwissend? Weil er dem Menschen glaubt und nicht das Buch Gottes mal zur Hand nimmt und da selber drin liest und sich informiert. Gott spricht durch das Buch zu jedem von uns. Aber wenn ich seine Sprache nicht annehme, sondern mir das von irgendwelchen Menschen erzählen lasse, dann nehme ich an, was die Menschen erzählen. Und die erzählen nicht die Wahrheit, weil das Herz eines Menschen ist falsch von Anfang an. Das steht übrigens auch in der Bibel. Der einzige Weg für uns, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, besteht darin, jede Lehre mit dem kostbaren Wort Gottes zu vergleichen. Johannes Kapitel 17, Vers 17 erklärt, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Die Worte von Johannes Paulus II. Entsprechen nicht dem Wort Gottes. Die Praxis des Rosenkranzgebets entspricht nicht dem Wort Gottes. In sinnlosen und nutzlosen Wiederholungen zu beten entspricht nicht dem Wort Gottes. Tatsache ist, dass 90% der katholischen Religion nicht dem Wort Gottes entspricht. Es sind diese 10% biblischer Wahrheit, die unwissende Menschen in falsche Religionen wie den Katholizismus hineinziehen und es ihnen so schwer machen, die Wahrheit zu erkennen. Ich bin einmal Zeuge dessen geworden, wie eine Mexikanerin sich der Sekte der Zeugen von Jehova angeschlossen hat. Sie hatte 5 kleine Töchter, die nun von den Zeugen Jehovas einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Ich erklärte der Mutter anhand des Wortes Gottes, dass die Zeugen Jehovas die Gottheit von Christus leugnen und sogar so weit gehen zu lehren, dass der Erzengel Michael Jesus auf Erden wurde. Sie war total verblendet und sagte: Aber sie haben mich im Krankenhaus besucht und über Jesus gesprochen und mich und meine Familie mit Lebensmitteln versorgt. Ich konnte nicht anders als an die Worte von Jesus in Matthäus Kapitel 7, Vers 22 bis 23 zu denken und zeigte der Frau diese Schriftstellen, in denen steht, Zitat: Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht deinen Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter.
Ende Zitat. Nun, sie wollte nicht auf die Bibel hören. Diese dumme Frau hatte ihre Seele für ein paar freundliche Worte, eine Kiste Lebensmittel und einen Krankenhausbesuch an Satan verkauft. Ist das nicht typisch für die Menschen von heute? Sie kaufen sich für Geld, Sex, eine Beförderung, eine Kiste Lebensmittel, einen freundlichen Besuch etc. Da kommt einem die dumme Maus in den Sinn, die den Käse wollte. Ich treffe ständig solche Leute. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wir sollten besser Gottes Wort folgen und nicht Menschen. Diese Mexikanerin kümmerte Gottes Wort nicht. Alles, was sie interessierte, waren die netten Dinge, die diese falschen Propheten für sie taten. Traditionen und Überlieferungen von Menschen sind gegen das Wort Gottes. Und so wie die dumme Frau folgen über 1 Milliarde bekennender Katholiken Menschen statt Gott. Das ist eine große Sünde, wie wir in Markus Kapitel 7, Vers 13 lesen. Zitat: Also hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und hier in diesem Zitat von Markus 7 sehen wir auch wieder ein wenig, wie das im Englischen in der King James besser ausgedrückt wird, weil da steht statt Überlieferung Tradition. Tradition. Und die römisch-katholische Kirche baut nur auf Tradition, die ihren Ursprung hat, eben in Babylon. Katholiken versuchen oft, ihre fabrizierten Überlieferungen zu rechtfertigen, indem sie die Aufmerksamkeit auf Tradition lenken, die in der Bibel erwähnt werden. Eine solche Schriftstelle ist im 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 2, Vers 15, wo steht, Zitat: So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Ende Zitat. Ja, hier steht aber auch bei, an welchen Überlieferungen man festhalten soll, nämlich ein Wort von den Aposteln oder ein Brief von den Aposteln. Und das ist ja wohl was anderes als die Tradition der Heiden oder die Überlieferungen der Heiden. Auch sagt uns die Bibel in Kolosser 2, Vers 8, Zitat: Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, das heißt der Heiden, nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Ende Zitat. Nach den Grundsätzen der Welt. Wir leben auf dieser Welt, aber wir sollen nicht von dieser Welt sein. Das ist der Punkt, der hier gemacht wird im 2. Kapitel Kolosser. Ganz klar gibt es gute und schlechte Überlieferungen. Man muss im Sinn behalten, dass das Wort Gottes zu der Zeit, als Paulus diese Worte sprach, noch nicht vervollständigt war. Die Bibel wurde erst um das Jahr 95 nach Christus herum vervollständigt, als das Buch der Offenbarung durch Johannes fertiggestellt war. Der Vollendung der Bibel waren die Gläubigen somit vor Vollendung der Bibel waren die Gläubigen somit abhängig vom gesprochenen Wort der Apostel, die von unserem Herrn gelehrt worden waren und von den Worten, die Gott in ihr Herz gelegt hatte, und sie hatten natürlich das Alte Testament. Sobald das Wort Gottes vollständig war, waren Überlieferungen nicht mehr nötig. Hebräer Kapitel 1, Vers 2 sagt ganz klar, dass Gott heute zu uns durch seinen Sohn das Wort Gottes, Johannes im 1. Kapitel Vers 1 und Offenbarung Kapitel 19, Vers 13 spricht, und durch den Heiligen Geist, wie in Johannes 16, Kapitel 16, 13 und in Johannes 2, 27. Gott spricht heute nicht durch Päpste. Gott spricht durch sein Wort und den Heiligen Geist. Gottes Worte und Gottes Geist sind untrennbar. Und wie kann ich die Worte des Heiligen Geistes empfangen? Indem ich Jesus Christus zu meinem Erlöser mache, indem ich akzeptiere, dass er für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass ich bei ihm um Vergebung für meine Sünden bete und ihn als meinen einzigen Erlöser und Herrn und Meister akzeptiere. Und dann kommt der Heilige Geist auf mich. Und auf einmal kann ich die Bibel lesen und kann sie wunderbar verstehen. Und es ist für mich nicht irgendein Märchen, wie für so viele.
Aber kommen wir eben zum Fazit. Der Rosenkranz und das Beten in nutzlosen Wiederholungen stehen in völligem Widerspruch zum Wort Gottes. Das habe ich ja wohl gerade eben deutlich gemacht. Es steht absolut nichts in der Bibel hinsichtlich der vielen Irrlehren, die die katholische Kirche lehrt. Sie werden dort das unbefleckte Herz Marias oder die unbefleckte Empfängnis von Maria oder die Himmelfahrt Marias nirgendwo finden. Das sind Lügen des Katholizismus, dazu geschaffen, euch eine Gehirngewäsche zu verpassen, sodass ihr Maria anbetet anstatt Gott. Sollte es uns überraschen, dass der Vatikan das zweite Gebot aus seinem offiziellen Katechismus entfernt hat? Zitat: Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis machen, weder dessen, das oben im Himmel, noch dessen, das unten auf Erden, noch dessen, das in den Wassern unterhalb der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Zitat Ende. Die römisch-katholische Kirche hat das zehnte Gebot in zwei Teile aufgeteilt, um das Fehlen des zweiten Gebotes zu kaschieren. Zweite Buch Mose, Kapitel 20, Vers 4 bis 5, macht dem Verbeugen vor der Horde der Statuen und Bildnisse des Katholizismus einen dicken Strich durch die Rechnung. Was für ein Haufen von Betrügern.